Ja, wie schon gesagt, besteht ja dieses Wort aus zwei Wörtern eigentlich. Also einmal, ne? Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Texting. Nein! Nein. Sexting meint eigentlich das Gleiche, das Texten am Handy, nur nicht als Textnachricht, sondern als Bildmaterial. Also damit sind halt so Sachen gemeint wie sowas, 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 sowas. Und natürlich werden da nicht vorzüglich irgendwelche Texte hin und her geschrieben, sondern sowas und sowas. Also Pimmelinchen und Pimmelinis. Ja, das sind so Nachrichten, die ich irgendwie tagtäglich bekomme. Ich bekomme die wirklich, 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 wirklich viel zugeschickt. Auch nicht mal dabei irgendwie, hey Hannah, wie geht's dir? Alles klar bei dir oder so. Sondern meistens dann gleich so, Punkt, 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 Pick. Und ja, ob ich mich darüber freue, was schätzt ihr? Toll, richtig toll ist das. Richtig klasse, ich freue mich so doll. Das das Schönste, was ich am Tag erlebe, wenn ich so eine Nachricht wieder öffne. Natürlich nicht. Also das Ganze kann einen Reiz haben, wenn man jemanden hat, den man so total flirty findet und mit dem man so ein bisschen ja schon angebandelt hat und so ein bisschen intim vielleicht auch schon war. Dann finde ich das Ganze ganz geil. Also wenn man sich dann so Bilder hin und her schickt und schon so ein bisschen intim halt mit demjenigen war, kann das einen Reiz haben. Aber ich finde es total uninteressant, wenn man halt, bevor man denjenigen schon einmal gesehen hat, diese Erfahrung machen muss, dass man halt so eine Sachen zugeschickt bekommt. Und ja, auf den meisten Flirt-Apps ist es ja mittlerweile auch irgendwie normal, dass man jetzt nicht Hallo schreibt oder so oder wo sind deine Interessen, sondern auch so eine Bilder schon irgendwie hin und her schickt. So rein nach dem Motto, ja, wenn das optisch alles nicht passt, dann kann ich dich halt innerlich auch nicht kennenlernen. Finde ich ein bisschen traurig auch, weil letztendlich wird der Mensch ja nicht nur jetzt so auf das Optische, was man so sieht, sondern auch das Optische, was eigentlich bekleidet ist, was man dann aber sieht, reduziert. Und man hat ja irgendwie gar nicht die Chance, sich näher kennenzulernen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ihr könnt es ja mal in die Kommentare unten reinschreiben, wie ihr zu dem Thema Sexting steht. Findet ihr es gut oder findet ihr es nicht so gut? Ja, wie schon gesagt, besteht ja dieses Wort aus zwei Wörtern eigentlich. Also einmal, ne? Und ne? Das Texten. So. Und das Ding ist einfach so, ihr müsst euch mal vorstellen, ihr seid irgendwie eine ganz normale Person, arbeitet irgendwie in einem Büro, habt einen Vorgesetzten, ist eine große Firma, lala, so. Und macht jetzt nicht so das, was ich so mache. Und ihr macht dann so Fotos, vielleicht auch so ein Selfie, schön vom Spiegel, nackt oder so, mit Gesicht. Und ihr schickt es quasi einer wildfremden Person. Ihr kennt diese Person ja gar nicht richtig. Was macht die Person mit dem Foto? Zeigt sie dem Kumpel, zeigt sie rum, verschickt sie sogar vielleicht. Finde ich grenzwertig. Aber ja, die Menschen werden irgendwie zu diesem Thema immer leichtsinniger. Geben das seine. Aber müsst ihr euch mal vorstellen, das Bild landet beim Chef, ne? Wollt ihr, dass das euer Chef euch so sieht? Also, er wird euch deswegen nicht kündigen oder darauf ansprechen, aber ist schon. Ne? Naja, wie gesagt, mich würde es total interessieren, auf jeden Fall, wenn ihr mal in die Kommentare reinschreibt, ob ihr das schon mal gemacht habt und ob euch das reizt oder nicht so reizt. Und mit diesem Worten verabschiede ich mich auch schon wieder für das Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann kennt das Spiel, lasst mir ein Like da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ich sage Küsschen aufs Nüsschen und bis nächste Woche.